Hallo zusammen, willkommen bei Toys & Fun, ich bin der Zwitterkoro und willkommen zu einem neuen Video. Liebe Leute, heute werden wir ein Spiel spielen, das Ganze nennt sich Flippy Flutter. Das Ganze ist hier nämlich von Ravensburg, hier sehen wir schon nämlich Flippy Flutter. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr cool aus. Das Witzige oder das Gute bei diesem Spiel ist, es gibt nämlich zwei Spielvarianten. Also das Ziel ist das gleiche, man muss als erstes deinen Sack voll mit Diamanten voll machen, ja. So ganz einfach. Dazu müssen wir Flippy ein paar Mal füttern, je nachdem. Also das ist Spielvariante Nummer 1 mit dem Füttern und dann, wo man dann Diamanten gewinnen kann. Sonst gibt es das Ganze noch als Spielbrett, was dann für Spiel für Fortgeschrittene ist. Aber wir werden heute die Anfängerversion spielen, was wesentlich einfacher ist auch zu erklären. Aber trotzdem werde ich euch alles zeigen, was alles da mit dabei ist. So, zum Beispiel, also einmal haben wir erstmal hier unsere Säcke, jeder Spieler kriegt einen Sack, das Ganze ist bis zu 4 Spielern möglich zu spielen und vom Alter ist das von 4 bis 99, habe ich ganz vergessen zu sagen. So, das ist für die erste Variante, da geht es nämlich darum, als erstes deinen Sack mit Diamanten voll zu machen, da ist die Farbe nämlich egal. Bei der zweiten Version sieht es schon wiederum anders aus, jede Spielfigur hat seinen eigenen Sack und man muss dann halt bestimmte Diamantenfarben suchen. Wenn ich jetzt richtig sehe, von jedem 2. So, dann zeige ich euch noch schnell die Spielfiguren. Das sind die hier. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und das Spielbrett muss noch zusammengelegt werden. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber hier haben wir verschiedene Räume, wo man dann reinlaufen kann. Und in jedem Raum gibt es dann bestimmte Bedingungen, die man dann machen darf und machen kann. Ja, 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 ja. Liebe Leute, so sieht das ungefähr aus. Jeder hat einen Startpunkt und dann kann man in diese verschiedenen Räume laufen und gewisse Dinge machen. Soweit ich weiß zum Beispiel, wenn man hier in diesen Raum reinläuft, dann darf man von einem Mitspieler einen Diamanten klauen. Dazu gibt es aber auch noch ein Spiel Würfel. Aber wie gesagt, wir spielen heute die einfache Version. Was müssen wir denn da genau machen? Ach, Moment. Und hier sind natürlich doch die Diamanten, die wir sammeln müssen. Die sehen sehr, sehr cool aus. Wäre mehr cool, könnten auch Süßigkeiten sein, aber ist ja auch jetzt egal. So, ich werde mir erstmal einen Sack hier nehmen. Was müssen wir bei der ersten Variante machen? Spielbrett etc. brauchen wir nicht, wir brauchen nur Diamanten, einen Spielsack, einmal ohne die Farben und einmal Flippy Flutter an sich selber. So, man darf bis zu 3-mal Flippy füttern. Das bedeutet, man muss dann die Zunge hier einmal betätigen oder 3-mal betätigen. Man kann sich dann aussuchen, 1-mal, 2-mal oder 3-mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Zunge 2-mal betätige und es passiert nichts, dann darf ich mir 2 Diamanten rausnehmen. Das gleiche gilt auch für 3-mal. 3-mal drücken, gleich 3 Diamanten. Ganz simpel und ganz einfach. Aber sobald Flippy anfängt, einmal hier deine Flügel aufzuspannen und sie komplett auszurasten, dann müssen wir einen Diamant wieder abgeben. Einfach, oder? Ja. So, genug gequatscht, wollen wir direkt mal anfangen. Das Ganze machen wir kurz ein bisschen runter, dass ihr auch mal eine Spielkarte sehen könnt. So ungefähr. So, nachher jetzt nochmal Flippy, wo er noch gleich ein bisschen ausrasten kann. So. Dann fange ich einfach mal an. Das bedeutet, ich würde sagen, ich spekuliere auf 2-mal. Moment. Es ist an. Und es kann eigentlich auch losgehen. So, ich füttere ihn 2-mal. Hier ist die Zunge. 1, 2. Nichts passiert. Ich darf mir 2 Diamanten rausnehmen. So, dann können wir die einmal hier oben platzieren. Der nächste ist dran. Ich mache jetzt nur 1-mal. Perfekt. Der nächste Spieler wäre dran. 3-mal. 1, 2. Und zack. Da kann man das ausschalten. Jetzt müsste ich, oder der Spieler, der gerade dran war, muss an Diamanten zurücklegen. So, das Ganze muss jetzt wieder neu fokussiert werden. Einmal hier runterdrücken. Und die Flügel müssen wieder natürlich eingespannt werden. Das sollte hinhauen. Und es geht dann weiter. 1, 2, 3. Perfekt. Zack, zack. 1-mal. 2-mal. Perfekt. Jetzt muss ich nochmal 2
muss auch 2 Diamanten sammeln, dann wäre mein Sack voll. 1, 2. Na. War ja klar. Aber ich muss auch sagen, ich spiele auch gerade alleine. Von daher wäre es nicht bei mir passiert in der Runde, sondern bei einem anderen Spieler. Aber jo, das ist die erste Spielvariante, die einfache Spielvariante. Sehr, sehr einfach und sehr einfach zu erklären. Deswegen würde ich sagen, ist das Spiel super für kleine Kids geeignet und für Erwachsene dann die fortgeschrittene Version. Oder ich sage nicht, was heißt Erwachsene? Für Leute, die schon ein bisschen älter sind, ist die Variante auch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Sollte man auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Also, ein Spiel für Kinder, auf jeden Fall sehr gut. Däumchen nach oben von mir. Das Ganze ist von Ravensburger und nennt sich Flippy Flutter. So, liebe Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach ein Däumchen nach oben geben. Da würde ich mir sehr drüber freuen. Und, ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder mit... Ups. Na, mit neuen Spielen. Ist das hängen geblieben? Ja, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.